Als die Diskussion zum ersten Mal aufkam, haben Sie ja gesagt, also wer Felix Magath verpflichtet, weiß, er kriegt nur Felix Magath und das zu 100%. Das ist Ihre Art gewesen bei allen Vereinen, wo Sie gearbeitet haben. Wenn jetzt Ihnen der Verein nicht mehr so folgt, was machen Sie denn dann? Ja, was soll ich machen? Ja, ich. Haben Sie eine Ambition, diese HSV-Gerüchte halten sich ja hartnäckig, dass es im Sommer da auch mal Gespräche gegeben hat. Also Sie ziehen das zu 100% durch, ja, und dann wäre ja die logische Konsequenz, wenn das aufbrechen sollte, dass Sie dann sagen, okay, dann mache ich was anderes. Ja, warum soll ich was anderes machen? Also, ich bin am Anfang des Umbruchs. Das heißt, Sie bleiben bis zur Meisterschaft? Ich bleibe bis zur Meisterschaft, ist doch klar. Das war ein klarer Satz. Und dazu stellt sich Felix Magath auch immer jeder Kritik. Aber du bist ja schon so alt wie ich. Ja, du sitzt doch auch noch da. In anderen Worten, Felix hätte dann noch 18 Jahre Zeit, um Meister zu werden.